Die dürfen schon ordentlich Schaden machen. Das sollte irgendwie hinhauen. Also ich hoffe, ich kann nochmal gleich nachgucken im Dodo-Dex, ob das auch alles so stimmt, was ich jetzt sage, aber was ist denn er hier? Das ist ein Silber-Level 55. Ja, ist vielleicht schon gar nicht so verkehrt, ne? Das war der, den wir eben gefunden haben. Die Stelle ist vielleicht ein bisschen blöd, aber wir könnten ihn ja auch rauslocken. Das ist ja nicht so das Thema. So, da ist noch wieder ein. Was ist hier am Kämpfen? Was ist das? Ach, ein Quetz. Es sah so federhaft aus gerade. Also, so als wären da so richtig viele Federn dran. Guck mal, Quetz zum Beispiel Level 90. Das würde ich mir schon gefallen lassen bei einem Agi. Der Agi ist ja da jetzt auch zugange. Mit Alus. Weiblicher Silber Level 10. Nee, Level 55 auch, oder? Aber den haben sie platt gemacht. Machst du nichts. Kommt ja auch noch dazu, dass dann die Alus und sowas hier nerven. Also eigentlich war immer der Vulkan und der Berg jetzt hier direkt vor uns, wo jetzt der Petrikopf ist, waren immer so meine Go-To-Plätze, um mir einen vernünftigen Agi zu zähmen. Ich befürchte auch, dass wir mit Pelzrüstung für den Petri ein bisschen zu schwer sein könnten. Weil ich jetzt dran denke, siehst du hier, weil hier schon mal Anfang Schneebiom, der nächste Agi. 95, das ist das, was ich gesagt habe, was ich mir gefallen lassen würde. Das ist auch gar nicht so ein schlechter Spot hier irgendwie. Level 10, das ist okay. Und da sind auch wieder hier Juti da unten mit den Kanus am Laufen. Ja, das ist eine ziemlich blöde Situation. Weil ich noch nichts habe, wo ich richtig. Muss mal gucken. Also. Wir brauchen die Steintore, aber die werden zu klein sein, ne? Ein großer Torbogen. Ist das okay? Ich brauche ein bisschen was davon. Das würde ich gerne tracken und dann brauche ich auch ein Tor irgendwie. Ein großes Holztor, okay. 280 Steine. Und so 4 Stück würde ich vielleicht schon gerne haben wollen. Ja. Das ist natürlich jetzt so ein Ding hier, weil hier auch Wölfe rumkreuchen und fleuchen. Aber ich versuche das einfach mal. Das Gute ist ja, dass ich am PC bin und relativ schnell auch die Sachen droppen kann, wenn ich sie droppen müsste. Wenn ich jetzt mit dem Petri wegfliegen will. Das ist so ein bisschen das Ding. Und wir haben jetzt aber hier kein Wasser, ne? Das ist halt jetzt nervig. Wasser war eben komplett voll, hätte ich wieder mal auffüllen müssen. Wir sind hier aber auch in der Nähe sonst von Wasser. Ja. Ja, das ist nur so ein kleiner. Ja, das ist schon okay. Ich könnte mir ein Fundament hier hinbauen. Ja, pass auf, was machen wir? Wir bauen ein Fundament. Mit einer Kiste. Und da kann ich die Sachen dann drin lagern. So, das stellen wir auch mal. Hier war, glaube ich, ein Stein auch direkt. Ist egal. So. Ach nee, ey, genau das, was ich gesagt habe. Ich kann hier schnell, schnell droppen. Jonas ist gleich wieder. Das liegt ja hier alles. Ich bin nur einmal schnell hoch. Schnell. So, die Kabel kann mal wieder auf. Ich weiß noch nicht, wie man das deaktiviert. Und ich brauche eine Kiste. Was brauche ich da? Das ist das. Nein, das ist eine Foundation. Kiste haben wir, glaube ich, noch gar nicht gelernt. Die war ja noch aus dem Xbox-Spielstand sozusagen. So, Track. Wir brauchen dafür eigentlich nur Fasern. Den Rest haben wir am Mann. Ist das unser 95er? Nee, 55er, der ist ja auch komplett zerrupft.
Ich weiß auch nicht, wie klug die Position hier gewählt worden ist. Ich habe heute auch das Gefühl, auf dem PC sieht bei mir das Bild heute fürchterlich aus. Nein, 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 nein. Ich brauche auch Fasern. Ich brauche auch Fasern. Ich bin auch so ein Idiot. Fasern, 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 Fasern. So. Craften wollten wir jetzt eine Holzkiste. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Einmal herstellen. Sehr gut. Die sind hier aber auch nah, ne? Ich habe auch noch keine Ahnung. Oh ja. Och Mann. Kann ich mal eben was anderes auswählen hier, Spitzhacke? Wir holen uns gar nichts wieder. Sag ich euch, wie es ist. Ich droppe mal das ganze Holz. Wir holen uns wieder das Fundament wieder und gehen an eine andere Stelle, glaube ich. Du bist hier einigermaßen sicher und er ist voll am Ausrasten die ganze Zeit. Wir holen uns ein neues Fundament. Rückzug. Taktischer Rückzug, wichtig. Ah, wir können auch mehrere Sachen hier gleichzeitig tracken. Das ist ja auch praktisch. Mir ist es alles ein bisschen zu unübersichtlich, ehrlich gesagt. Das müsste unser 95er sein oder 90er, was auch immer das war. Problem ist. Oh ja, und wie schön auch. Oh Gott, ich dachte, ich springe ab, aber ich habe Q gedrückt. Sehr gut. Ich habe mich gerade selbst komplett überrascht. Oh mein Gott. Was ist denn das? Das. Oh nee. Oh, ist das nervig hier. Es ist halt ernsthaft nervig hier einfach in dem Gebiet. So, track auch mal die Steinplatte da. Was brauche ich dafür? 80, 40, 30. Kann ich mal bitte raus hier aus dem Menü? Danke. Weil auf die Schweine habe ich natürlich auch gar keinen Bock. Ich bin mal ein bisschen hier Third Person unterwegs, einfach. Einfach, um zu sehen, ob was kommt oder nicht. Ja, da kommen die Fliegeviecher. Können wir machen, was ihr wollt. Der fällt um, der Baum. Der ist riesig. Ah, ich hab schon genug, 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 hab schon genug, hab schon genug. Herstellung, einmal. Also ich weiß, ich hätte das Fundament mitnehmen können, ne? Aber. Digga. Ihr verarscht mich doch alle. Ah ne, das ist ein Para, aber der ist gefolgt von einem Schwein. Ich hab, das Ding ist mit den Five Commands, ich habe den Petri auch noch nicht irgendwie darauf eingestellt, dass der hier mich irgendwie nicht beschützen soll. Ich kann das auch mal platzieren, das finde ich ganz gut. Wie kann ich das disablen hier? Q halten. Naja, sehr gut. Sehr gut. Das Fundament können wir mit wegmachen. Bin da so, bin eben in die Konsole gegangen, um da reinklicken zu können. So. Ja, sicherlich, Peter, Alter. So siehst du aus. So siehst du aus, mein Freund. Wo ist er denn jetzt? Wunder, dass er nicht instant angegriffen hat. Ist er dead? Die haben auch zu viel Leben einfach, ne? Vielleicht mischen wir uns da mal kurz ein. Oder auch nicht. Nee, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Wir farmen erstmal. Es ist ja einigermaßen ruhig. Problem wird nur dann hier irgendwo das Gehege aufbauen. Das ist er, ne? Das ist er vor uns. Guck's dir an. Ah, was ein schöner Silber. Wahnsinn. Selten so einen schönen Silber gesehen. Muss auch ein bisschen aufpassen mit der Axt. Die ist mittlerweile ja auch schon grob angeditscht. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal. Ah, weiß ich nicht. Eine Sache erstmal nacheinander weg. Fünf wären schon gut eigentlich, ne? Das wäre natürlich cool, wenn man jetzt hier das einstellen könnte. Dass man das Ganze fünfmal haben will. Aber. Geht nicht.
ist eigentlich auch schon viel, ne? So, zu farmen ohne Anki auch und so. Ich gehe erstmal komplett auf eine Sache. So, jetzt müsste ich ja... Da ist er, da ist er. Das Schwein ist da. Weil ich befürchte, dass mein Petri, wenn ich angegriffen werde, dann halt richtig ausrastet und in den vollen Angriff geht und ich den dann los bin. Und dann haben wir richtig Kirmes hier. Der muss... Ich hab... Oh, ich bin auch so ein Horst. Ja, pass auf, machen wir auch gleich. Ich fahre eben hier kurz weiter. Wäre auch geil, wenn jetzt Auto-Hit an wäre. Schlafsack. Schlaf, schlaf, schlaf. Schlafsack. Müssen wir unbedingt bauen. Führt kein Weg dran vorbei. Wo ist er? Wo ist er? Entweder bist du einfach nur blind. Da ist er. Ich bin wirklich blind. Ich hab's nicht gesehen. Alter, die Axt gibt aber gut nach jetzt, ne? Das könnte echt ein Problem werden. Habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, als ich die ganze Zeit abgebaut habe. Alter, was? Irgendwelche Geräusche, die hier auf einmal gemacht werden, ey. Katastrophe. Na, wir bauen so viel ab, wie geht. Dann haben wir schon das zweite Steintor voll quasi. Vielleicht bauen wir einfach nur drei oder so. Ich brauche ja auch noch die Türen dafür. Aber drei wäre schon echt wenig. So reicht erstmal. Weil vom Ding her lässt sich ja die... Das sind Wölfe. Das sind Wölfe. Och, nee. Super riskant, was ich hier gerade mache. So. Hab ich noch irgendwas hier an Stein? Ja. So. Wenn wir drei Stück machen würden, 600, 760, irgendwann mit 840 müsste es sein, ne? So, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 766, also ein bisschen Stein brauchen wir noch. Plus das Steintor dann, ne? Und halt ein bisschen Holz. Ihr macht halt wirklich die Spitzhacke, die Axt gerade Sorge. Was ist denn mit den Kollegen hier vorne? Scheiße. Gerade als ich mir die angucken wollte, fing es an. Ja, fliegen wir kurz so, dass ich mir irgendwie das Level angucken kann. Jetzt kommt hier noch ein Raptor. Haben wir schon das Interesse verloren oder was? Jesus. Da ist er. Level 80. Level 40. Gar nicht so ungefährlich. Aber mit ein bisschen Ausdauer vielleicht. Das war jetzt der 80er, glaube ich. Nee, ist der 40er noch. So, einmal kurz zwischenlanden. Hoffen, dass er sich hier nicht hochjuckeln kann. Das ist der Raptor. Das ist nämlich so meine größte Sorge noch mit, dass er uns auch richtig wegmachen kann, der Raptor, indem er uns runterzieht. Ja, das ist der 80er. Sollen wir vielleicht Stück für Stück ein bisschen angehen. Wollen die sich woanders mit rein, ne? Der hintere müsste es sein. Ja, schön beide getroffen, sehr gut. Jetzt habt ihr... Ihr seid jetzt auf einmal ein Tech-Team oder was? Aber jetzt kommt auch ein Kano. Ich glaube das alles nicht. Ich habe ja auch theoretisch die Armbrust, ne? Dass sie sich auch nicht gegenseitig attacken oder so. Jetzt noch die Agis hier mit dabei. Das sind doch jetzt zwei Kanos, ne? Der hat zwei Kanos.
Der sieht ja auch cool aus. Level 20. Ja, ist nicht so der sicherste Spot, den man haben kann zum Sachen aufbauen. Ich glaube, die Sachen, die ich gefahren habe, sind auch schon weg, ne? Naja, schwierig. Ach, hier brauche ich aber auch gar keinen Stein für. Ich dachte irgendwie, das wäre ist das nicht ein verstärktes Tor normalerweise? Ah, dich habe ich doch im Augenwinkel gesehen. Hör mal, was willst du denn? Komm her hier. Es ist Feierabend. Erst angreifen wollen und dann weglaufen ist nicht, Kollege. Level 80. Ich würde dich gerne zähmen auch. Sag dir, wie es ist. Wäre cool. Aber nicht heute, mein Freund. So, was wäre es denn da noch am Stress machen gerade? Das ist ein Schwein. Hirsch. Megatherium. Auch cool. Werden wir auch bald brauchen. Wo ist mein... Da ist mein Base. Mein Base-Spot. Ja, ja. Das ist meine Base. Schaut her. Der wird doch schon wieder attacked davon irgendwas. Egal, 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 egal. So, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Immer noch 766, weil ich ja nichts wegpacken konnte, ne? Das war das Ding. Ich habe gesagt 840. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, was natürlich häufig vorkommen kann. Oder grundsätzlich vorkommen kann. So, 83. Nein! Ein Problem. Das ist jetzt... Jawohl! Du Tier! Sauber, Mann. Hallo, komm her. So, das war richtig gut. Ach, er hat auch jetzt hier Stuff mitgenommen. Guck mal, Hacken. Deswegen vielleicht auch so cool, ne? Egal, du machst es schon. Ich pack mal den Kram weg. Du kannst mir mal folgen. Schön das Lagerfeuer weggepölt. Hier habe ich mich gerade erschrocken. Er kann es nicht einfach machen. So, nicht mehr folgen. Einmal zum Wasser bitte. Und wir droppen einmal die Sachen aus deinem Inventar raus. Die Pfeile hätte ich gerne. Droppen. Ja, komm, was sollen die ganzen... Ah, jetzt habe ich es wieder weggeschmissen. Egal. Den nehmen wir auch noch mit. Kann nicht schaden. Ja, reicht erstmal. Ich brauche was zu trinken. Da fliegen wir jetzt einmal kurz weg. Dann fahren wir weiter. Leider war jetzt da im Loot von ihm nichts drin, was wir hätten gebrauchen können. Schade, schade. So, die Frage ist ja auch, fliege ich jetzt irgendwie straight up zum Wasser? Ja, ne? Hier müsste der Fluss auch gleich kommen. Noch ein Agi wieder. Es ist wieder unglaublich heiß. Ich verliere deswegen auch Leben und auch so schnell... Wasser. Also Leben verliere ich deswegen nicht. Ich meine, dadurch ne, geht es halt alles schnell runter. An den Werten, die man halt eben so dabei hat. Müssen wir hier mal kurz aufpassen, dass wir jetzt hier schnell was kriegen und dann wieder weg. Babyraptor. Auch kurz da gewesen. So, die Benommenheit müsste runtergehen. Ich habe eigentlich genug. Ich muss jetzt noch Holz farmen und dann Stroh, aber für Holz müsste die Axt noch ausreichen. Und dann machen wir wirklich mit drei... Das müssen wir auch mal eben kurz gucken. Ah, Gentavis Saddle. Ah, Chitin Keratin, ne? Aber das hier fliegen viele kleine Fliegeviecher rum. Das kriegen wir hin. Der sieht cool aus. Ja, Level 25, aber egal. Sieht cool aus. So schön blau und so. Gut, Axt reicht. Kurzes, ganz gässchene Note drin. Das sieht doch hier prädestiniert aus, ob das eine Note drin ist oder was. Hallo?
Wahrscheinlich ist hier eine drin. Habe ich jetzt Lust, hier alles abzusuchen, bis ich die finde? Ich glaube nein. Ah, ha, 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 da ist sie. Chillig. Ist ja cool. Ist eine DLC-Kreatur. Das ist diese riesige... Ja. Dieses riesige Fliegevieh. Finde ich cool, dass das nicht eingesprochen ist. Ich bin doch hier irgendwo in der Nähe von meinem Spot, oder nicht? Ja. Ich sehe es einfach nicht. Boah, ich sehe es mal so ein bisschen besser. Bei mir sehe ich es halt gar nicht auf dem Monitor. Schon wieder mal kurz ein. Oh, so ein Baby Diablo oder was? Vielleicht sollte ich auch prüfen, welches Level dieser Raptor hat. Bevor ich mich da so großkotzig mit einmische. Ich sehe nichts. So. 40. Da hat er seinen Jump gerade gemacht, ne? Damit kann er mich bestimmt runterziehen. Ich bin mir da fast sicher. So, einmal zwischenlanden. Taktischer Spielzug von mir. Ah, der ist schon fast down. Ha! Nice. Sehr gut. Wir gehen Holz farmen. Stein hatte ich reingelegt, ne? Ja. Auf zum Holzfarmen. Ach, ey. Muss es sein? Wirklich. Der Baum fällt schon wieder um. Ich fasse das alles nicht. Wer? Wer? Ach so. Wo sind sie denn? Da. Das war's. Guck mal, Chitin kriegen wir doch da raus. Das ist doch wunderbar. Hier ist eben noch eine geflogen. Da vorne. Nein. Oder? Doch. Ja, lege ich mich jetzt nicht mehr an. Wir haben einen anderen Plan. Ich muss erstmal das Systemgehege fertig kriegen. Aber da war einer, habe ich doch richtig gesehen. Dass die Bäume jetzt auch so liegen bleiben, ne? Das ist schon crazy. Wir haben das Tor. Was brauche ich denn? 100, 300, 420 plus 60 sind 480. Ich muss vor allem jetzt schnell mal das einmal wegbringen. Aber theoretisch müssen 480 reichen für drei. Ah, nee, ich brauche sogar mehr noch ein bisschen, weil ich brauche zwei Tore. Ich brauche ja zwei Tore, hör mal. Damit wir das auch zumachen können, den ganzen Bums. Und dann hoffe ich, dass das noch alles so klappt wie früher. Die Kiste ist voll. Ja, gut. Dann machen wir erstmal so, ne? Warum können wir da jetzt nichts von machen? Weil wir Stroh brauchen. Okay, aber dann ist ja okay. Dann können wir jetzt noch ein bisschen Holz holen. Und Stroh. Und dann müsste es schon fast losgehen. Da hinten kommt ein roter Drop. Ist eigentlich auch interessant. Was war denn jetzt so ein Tor? 140, ne? Machen wir nochmal eben ein Tor voll. Haben wir. Bisschen Stroh jetzt noch. Haben wir 142, das müsste auch eigentlich schon fast reichen. Vielleicht noch ein bisschen Holz. Auf vorsichtshalber. Quasi auf Sicherheitsbasis. Und dann müssen wir den Agi wiederfinden. Let's go. So, einmal den ganzen Cramps hier rüber. Ich bin natürlich maßlos überladen.
zweites Tor. Und noch ein drittes davon. So. Das würde ich jetzt erstmal alles da drüben lassen. Wir haben sogar noch ein bisschen zu viel Holz gesammelt. Alles gut. Lieber zu viel als zu wenig. Das hat auf jeden Fall geklappt. Ich bin Level Up gekommen. Das gehen wir jetzt komplett in Resistenz rein, weil es nervt. Um es einfach mal so zu sagen. Es nervt einfach. So. Dann einmal versuchen, den Argi wieder zu finden, bevor wir hier überhaupt irgendwas aufbauen. Der war ja hier immer so, ne? Und eigentlich, wenn... Mann, du. Der war hier so unterwegs. Sein Kollege da hinten ist immer noch da. Hier sind auch Mammuts schon direkt. Auch cool. Wäre auch crazy, Mammut zu haben. 35, das ist es nicht. Also ich weiß auch, wie er aussieht. Ich dachte jetzt, wenn wir jetzt einen kriegen, der irgendwie auch noch mal 90 ist, nehmen wir den Instant. Kann natürlich auch sein, dass er irgendwie gerade am Boden hier rumkreucht und fleucht. Oder verjagt worden ist. Oder tot ist. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Was sagen denn die Mammuts da hinten? 10. 40, 90, da hinten so ein Schwein. 90 ist momentan... Haben wir schon was Höheres gesehen in dem Durchgang? Raptor wieder. Das ist der andere, ne? Der andere Agi. Oh, Kano. Ja, er hat jetzt nur seinen Lebensbuff. Da habe ich natürlich auch gar keine Lust drauf. Er dreht aber ab. Weil eigentlich haben wir jetzt hier eine richtig gute Fläche auch geschaffen. Wo wir sowas gut wegzähmen können. Chitin haben wir hier drin. Chitin-Keratin, der ist schon mal wichtig. Wir brauchen nicht so viel Fleisch an ihm, glaube ich. Da sehe ich doch gerade... Sehe ich da gerade was fliegen oder sehe ich da gerade was fliegen? Ja, das ist unser... Das ist unser... Nee, ist er nicht. Gegen Level 70er, das wird er nicht machen. Oh, mega. Nee, da gerade wie. Alpha-Megatherium. Nee, einfach weggefressen. Das ist doch jetzt sehr schade. Aber ist ja quasi absehbar, ne? Dass du nicht die Tiere kriegst, die du jetzt irgendwie siehst und dann bist du mal 10 Minuten unterwegs und farmst alles zusammen. Zumal wir auch länger unterwegs waren. Aber dann gucken wir mal. 95, let's go. Dann bauen wir auf. Dann bauen wir auf und versuchen ihn herzulocken. Ja. Ich nerv der andere Agi da so ein bisschen. Ach, das wird echt ätzend, ne? Das wird echt ätzend. Vor allem ist es auch so ein Kacktor. Es ist nicht das Verdingendste. Ja, sag doch Bescheid, Alter. Ist doch gut, ey. Dass ich da im Weg stehe. Ich fahr doch schon weg. Wollte nur kurz ausladen. 70er, okay. Mal gucken, ob das weit genug auseinander ist. Nein, it's not. Er hat wieder Bock bekommen. Ich passe das gleich nochmal an. Wir können ja alles hochheben. Aber so ein 70er Schwein jetzt hier auseinanderzunehmen, ist auch schon eine Ansage, ne? Aber vielleicht auch notwendig. Er hielt sich immer. Das ist doch dieser Buff einfach, den er hat, ne? Sein Heal-Buff jetzt. Super nervig. Da lobe ich mir dieses Fernglas aus der Mod, wo man einfach wusste, wie viel Leben die haben. Aber das macht es ja nicht so spannend dann. Schön ist, wir haben hier oben eine Plattform und können jetzt hier einfach chillen. Ich hoffe, er geht nicht auf die Strukturen rauf dann. Also auf die Holztore. Es gibt noch ein verstärktes Tor, ne? Verstärktes Steintor, verstärktes Steintor. Das ist eigentlich das, was wir bräuchten. Dann haben wir da weniger Probleme gleich mit.
Jo, guten Tag. Müsste auch ausreichen eigentlich. Das war genau das, was ich machen wollte. Ja gut, er haut irgendwie ab, warum auch immer. Wenn wir das einmal aufheben. Ich habe den Fallschirm gezogen übrigens, ne? Richtig geil. Ich möchte gerne das weghaben. Danke. Ich muss das hier einmal aufmachen. Und dann ziehen wir das einfach weiter nach hinten. Kommen da hoffentlich durch. Gut, da kommt jetzt auch ein Agi durch. Da kommt doch jetzt auch ein Agi durch, Mann. So, einmal auf den Aal hier. Einmal das Tor. Jetzt hat er gar keinen Referenzpunkt mehr. So, maybe. Sieht es besser aus als vorher? Ja, sieht's. Ja, Mann. Geil. So, dann lassen wir nämlich den Petri hier gleich stehen. Eigentlich ist alles schon vorbereitet. Würde ich sagen. Wir können einmal die Dinger hier wegmachen. Ah, nee, das ist falsch. Warte. Inventar. Zaggi, zaggi. Wir haben noch kein Fleisch zum Zähmen. Aber wir versuchen uns mal den 95er anzulocken. Und hier reinzubekommen vor allem. Wird jetzt spannend. Ist eine kleine Falle. Aber ich glaube, mehr gibt die Axt auch nicht mehr her. Das ist so ein bisschen das Ding. Ja, ich sehe ihn doch. Welcher ist er? 25. Nee, ist er falsch. Der war auch ein bisschen weiter hinten unser. Und der hat auch so rot an den Federn. Der, ne? Hello? Oh, jetzt geht er runter. Jawohl.